Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pony TV Pickups. Und zwar habe ich wieder jede Menge neue Blu-ray, Emery und Steelbook und auch ein Mediabook bekommen, die ich mir zugelegt habe. Und die gehe ich jetzt heute wieder mit euch zusammen durch. Und wir starten auch direkt rein. Und zwar geht's hier los. Und zwar mit Batman hält die Welt in Atem. Ist eine Emery, die jetzt meine Batman-Sammlung deutlich erweitert. Ich muss hier ein bisschen Platz machen, dass ich es gleich ablegen kann. Und zwar will ich ja die komplette Batman-Sammlung sowohl als Realfilm als auch als Zeichentrick sammeln, wo Batman der Main-Character ist. Habe ich schon die moderneren Filme ab den 80ern, habe ich schon da. The Batman fehlt mir noch und auch noch ein paar ältere und noch ein paar Zeichentrick, aber das hier ist schon mal richtig gut, die habe ich mir neu geholt. Das ist echt, bringt mich sehr, sehr viel weiter. Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Platz, denn es ist einiges geworden. Weiter geht's mit einem Steelbook und zwar The Wrestler mit Mickey Rourke habe ich noch nicht gesehen, möchte ich aber unbedingt, weil es soll ein sehr tolles, sehr gutes Drama sein. Deswegen wollte ich das für den Preis, ich glaube ich habe 3 Euro bezahlt, wie für so viele Steelbooks, die ich kaufe, bei dem einen Verkäufer bei eBay, der jetzt leider anscheinend nichts mehr im Angebot hat. Da habe ich einige Steelbooks sehr günstig bekommen. Aber naja, so auch, wobei der Steelbook sowieso sehr günstig ist. Und zwar, das ist Macbeth mit Michael Fassbender und Marion Cotillard. Habe ich trotz des Preises, des günstigen Preises, sehr lange überlegt, ob ich es brauche, ob ich es will. Es soll ein richtig guter Film sein, nicht wirklich bekannt, deswegen habe ich ihn auch noch nicht gesehen, aber für 3 Euro, 3 Euro. Dann, was ich die ganze Zeit schon wollte, habe ich echt jetzt schon seit Monaten drauf gelinst und habe ich jetzt nicht wirklich sehr günstig, aber schon so ein bisschen unterm günstigsten Angebotspreis auf eBay bekommen, und zwar ist das der Original Stephen King's S aus dem Jahr 91, muss um die 90er Wende irgendwo rum gewesen sein. Wollte ich auch unbedingt in meiner Sammlung haben, sieht zwar neu aus, ist aber gebraucht, aber in einem Top-Zustand, sehr sehr geiles Teil. So, weiter geht's mit einer geilen Komödie, und zwar Tucker and Dale vs. Evil. Habe ich vor ein paar Jahren das erste Mal geguckt. Richtig geiler Film. Auch mit einem ziemlich coolen Cover, wie ich finde. Ja, man sieht es jetzt nicht so richtig. Ich habe immer noch keine optimale Beleuchtung für hier drin. Ich muss mal gucken, ob ich hier für vorne so ein Ringlicht bekomme, dass das Ganze mal ein bisschen besser aussieht. Damit das Ganze optisch auch ein bisschen schöner wird. Ich bin so weiß in den Videos. So sehe ich ein Original eigentlich auch gar nicht aus. Aber naja, ich bin halt erstmal auch ja nur ein Hobby-YouTuber. So, weiter geht's. Worauf ich lange gewartet? Ich habe es endlich auch zu einem vernünftigen Preis bekommen. Ist, glaube ich, OOP Out of Print. Und zwar The Crow mit Brandon Lee. Geiler Streifen. Habe ich in der Form bis jetzt auch noch keinen Film gesehen, der es schafft, diese Gothic-Stimmung, eine leichte Super-Anti-Helden-Stimmung aufzubauen. War es relativ low-budget, der Film, und hat es trotzdem gepackt, sehr, sehr gut auszusehen. Wen es interessiert, ich habe jetzt gesehen, demnächst kommt The Crow raus als 4K-Variante und auch als 4K-Steelbook, soweit ich weiß. Irgendwann Mitte des Jahres für 30 Euro. Da bin ich auch schon am Überlegen, weil das Ding hier bekommst du, glaube ich, auch schon gebraucht für
10, 12 Euro weg und dann hast du schon ein Drittel vom Preis. Kriegst dann fast schon eine 4K, vielleicht sogar ein Steelbook. Ist echt eine Überlegung wert. Dann, jetzt mache ich mich unbeliebt. Und zwar, weil ich diesen Kultstreifen, den unter Umständen größten Kultstreifen, den es so gibt, auf diesem Planeten, den ich selber gar nicht so geil finde, und zwar Pulp Fiction. Den werde ich mir definitiv auch nochmal angucken. Hat ein ziemlich geiles Steelbook, ehrlich gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde mir nochmal angucken. Vielleicht war ich nicht in der richtigen Stimmung, für mir das Ganze anzugucken. Ich weiß es nicht genau. Hat mich insgesamt nicht wirklich so brutal abgeholt. Was mir ganz gut gefallen hat, aber jetzt kommen wir wieder auf das Thema Erwartungshaltungen. Mit Pulp Fiction habe ich relativ spät gesehen, vor ein, zwei Jahren, und die Erwartungshaltung war natürlich echt groß. Habe mich jahrelang, jahrzehntelang noch nicht dran getraut, und dann gehst du natürlich mit einem ziemlich anderen Gefühl rein, wo ich relativ wenige Erwartungen hatte und welchen Film ich trotzdem echt unterhaltsam fand, ist Pixels. Da finde ich das Steelbook auch echt schön. Ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen sieht. Vielleicht jetzt mit der Lampe macht hier doch so einen Sinn irgendwie. Es hat so einen leichten 3D-Effekt, die einzelnen Pixel hier. Ich glaube, auf der Rückseite ist auch noch was. Sieht ehrlich gesagt ganz cool aus. Pixels habe ich schon auch trotzdem schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich unbedingt mal machen. Ein geprägtes Steelbook habe ich noch bekommen. Und zwar Fluch der Karibik, Salazars Rache ist das. Ja, jetzt könnte das Licht wieder helfen eventuell. Jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen. Es sieht einfach geil aus. Sieht richtig cool aus. Ist nicht der beste Film der Reihe, aber das Steelbook ist geil. Und außerdem will ich auch von Fluch der Karibik die komplette Reihe haben. Das ist jetzt mein erstes Steelbook in der Reihe. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Welchen ich noch nicht gesehen habe, ist Pets. 3 Euro habe ich mitgenommen. Dann habe ich den auch mal geschaut. Ich glaube, der Film könnte mir ganz gut gefallen. Dieses Steelbook bekommt ihr auf eBay nachgeworfen ohne Ende. Da bezahlst du immer 3 Euro oder so. Found Survivor ist auch in Sammlungen immer dabei. Ich nominiert für 2 Oscars, habe ich auch noch nicht gesehen. Mark Wahlberg ist halt, ja, Mark Wahlberg. Ich hau mal vielleicht rein irgendwann. Was jetzt auf jeden Fall sehr cool ist, ist ein Film meiner Kindheit. War echt, ich glaube, bis jetzt so ziemlich mit das teuerste Steelbook, das ich mir zugelegt habe. Geöffnet, nicht mehr OVP, über 20 Euro Space Jam. Aber geiles Artwork. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Da bekommst du direkt Nostalgie. Das ist echt cool. Habe ich auch direkt wieder Bock, den anzuschauen. Der Nachfolger ist ja nicht so geil, aber auch nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Dann noch ein Steelbook, das dir nachgeworfen wird auf eBay, ist Nonstop. Bekommst du auch immer für knapp 3 Euro. Habe ich jetzt dann halt auch mal mitgenommen, um es mir anzuschauen. So, das kommt gleich. Jetzt mache ich mal erstmal weiter mit ein paar Emerys nochmal. Und zwar habe ich hier als OOP Out of Print The Strangers bekommen in der Unrated Version. Den werde ich mir vielleicht heute Abend noch angucken. Soll ja richtig geiler Film sein, da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Dann noch ein Film, den ihr nachgeworfen bekommt, war halt beim selben Anbieter auf eBay. Nightmare on Elm Street. Da möchte ich mir auch die Sammlung aufbauen. Ich habe von Nightmare on Elm Street bis jetzt nur den hier gesehen. Den fand ich echt nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Ist ja oft so, dass gerade Leute ab meinem Alter und älter die neueren Filme von alten Horrorklassikern sehr gerne schlecht reden.
Da bin ich wirklich kein Fan davon. Wundert euch nicht, wenn es hier rappelt. Das ist Batman, mein Kader. Der holt sich sein Futter aus dem Futterturm. Das ist so ein Teil, damit er nicht anfängt zu schlingen. Funktioniert auch gut, wenn ihr Katzen habt. Futterturm. Top. Dann, oh ja, wollte ich auch schon lang haben. Also ich habe die folgenden Emerys und Blu-rays, Steelbooks von einem Anbieter, der viel out of print verkauft. Und zwar ist das hier die Labyrinth, beziehungsweise die Reise ins Labyrinth von Jim Henson. Und den Film wollte ich auch schon ewig mal gucken. Hier gefällt mir auch sehr gut im schwarzen, in der schwarzen Emery mit eigentlich einem schönen Artwork. Wollte ich auf jeden Fall haben. Und auch in schwarzen Emery habe ich mir geholt für einen relativ kleinen Preis A Quiet Place und A Quiet Place 2. Erste war meiner Meinung nach echt richtig gut. Der zweite ist auch nicht so schlecht, wie er oft geredet wird. Mir macht es richtig Spaß. Okay, ich bin Emily Blunt-Fan. Der ein oder andere wird es vielleicht schon mitbekommen haben. Trotzdem ist das gute Film. Mir kannst du einfach nichts sagen. Dann habe ich mir noch mitgeholt für ganz, ganz kleines Geld. Irgendwie, ich glaube, 1,50 € oder so, 2 Euro, habe ich mir Hänsel und Gretel Hexenjäger gekauft. Wollte ich ein Upgrade haben, weil ich halt einfach die schwarze Emery so schön finde. Dann out of print habe ich noch Hollow Man. Sehr guter Film. Habe ich das letzte Mal vor ein paar Jahren gesehen, habe ich auch damals viel zu früh gesehen. Ja, mein Onkel hat mir viele Filme zu früh gezeigt, aber hat mich auch nie irgendwie verstört. Denke ich mal. Für einen relativ kleinen Preis jetzt noch, obwohl er out of print ist, soweit ich weiß. Also bin mir bei dem hier nicht mal ganz sicher, aber auf jeden Fall mitnehmen. Sind da 2 Discs drin. Dass man das aufmacht. Und hier los. Ah, das hat nochmal eine Klappe extra. Okay, das hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht. Okay, hier kann man nochmal Blu-rays kaufen. Oh, cool. Okay. Also, ist mir zumindest mal noch nicht aufgefallen. So, die zwei heben wir auch noch auf. Ah, was ich schon lange sehen wollte und auch noch nicht gesehen habe. Und ich mir einfach holen musste. Rocketman. Elton John ist ein cooler Typ. Und ich brauche diesen Film. Ich muss ihn gucken. So, das heben wir auch noch auf. Das machen wir gleich. Dann ein Film. Relativ kurze Laufzeit. Ich glaube, ja genau, 93 Minuten. Holt nicht alles aus seinem Thema raus, ist da leider viel zu inkonsequent, aber macht über die 90 Minuten trotzdem Spaß, unterhält gut. Das ist Source Code. Er fängt gut an mit seiner Idee, in der er reinsteigt, aber zieht es halt so, ich glaube, es war im dritten Drittel dann einfach nicht mehr konsequent durch und gibt die Botschaft nicht richtig rüber. War leider schon ziemlich schade. Dann noch ein meiner Meinung nach ziemlich stark unterschätzter Film. Ich bin Power Rangers Fan und habe mir den neuen Power Rangers Film in diesem geilen Steelbook geholt. Die Rückseite ist nicht so ultra geil, aber die Vorderseite ist der Hammer. Ich finde ihn echt unterschätzt. Eigentlich wäre der geil gewesen, da was Neues aufzubauen. Dass sie am Anfang sich richtig Zeit gelassen haben, um den Charakteren wirklich Charakter einzubläuen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was ganz, ganz mies war, war teilweise echt das CGI. Wie Golda in diesem Film aussieht, der sieht aus wie ein goldener Kaufen.
Also wirklich, das war ganz, ganz schlimm. Die Swords sehen aus wie Transformers. Das hat echt null. Also das früher war das ein geiler Kampf. Die hätten das nicht ultra geil rausholen müssen, dass es aussieht wie ein spektakulärer Transformers-Film. Das hätte ich gar nicht gebraucht. Sie hätten das Ganze noch mal ein bisschen simpler halten können, dann wäre das echt gut geworden. Ja, das dritte hat ganz viel gut gemacht. So langsam geht es dem Ende entgegen. Lasse ich mir das mal ein bisschen noch da. Und ich habe mir geholt Man in Black 1, Man in Black 2, Man in Black 3 und keinen Man in Black 4. Will ich höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich werde mir vielleicht irgendwann mal im Stream angucken, aber ich bezweifle echt stark, dass ich mir Man in Black 4 als Steelbook oder überhaupt holen werde. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das ein geiler Film geworden ist. Dann habe ich mir geholt, auch mit Prägung Psycho. Hat mir super gefallen. Auch lange gebraucht, bis ich den Film geguckt habe. Auch vor ein, zwei Jahren das erste Mal. Und ja, es war auf inszenatorisch doch schon, also für damalige Zeiten war das echt der Hammer höchstwahrscheinlich. Gegruselt oder so habe ich mich natürlich nicht. Dafür bin ich mittlerweile leider, leider viel zu abgehärtet. Aber trotzdem cool. Entschuldigung, ich stoße im Moment gerade irgendwie zu viel auf. Dann machen wir weiter. Und zwar habe ich von Rebuy zwei Blu-rays gekauft. Und zwar einmal eine Emery und einmal ein Steelbook. Und zwar die Emery habe ich mir nur mitgeholt, weil ich das Steelbook von Reaper am günstigsten bekommen habe. Der Aufkleber kommt gleich weg. Und zwar ist das Ghostbusters Legacy. Ganz ehrlich, da können die Leute so viel maulen, wie sie wollen. Gerade die noch mal 10 Jahre älter sind als ich, die irgendwo Mitte 40 sind und rumheulen wegen diesem Film. Ghostbusters Legacy. Wer diesen Film nicht mag, hat Ghostbusters nie geliebt. Und ich spreche hier natürlich nicht von, wer diesen Film nicht liebt, hat Ghostbusters nie geliebt, sondern nur von mag, weil du kannst damit nicht jeden 100% abholen, das ist klar, das war von vornherein klar. Andere Darsteller hauptsächlich. Nicht mehr die alte Zeit, nicht mehr die 80er Logo. Aber es ist wirklich sehr liebevoll umgesetzt. Und ich werde mir natürlich demnächst auch noch Frozen Empire im Kino angucken. Und zwar werde ich das machen mit meiner. Ach so, ich werde ein Rewatch machen. Und zwar fange ich damit an mit der Pop-Art-Version von Ghostbusters 1. Ist das der Hammer? Ist das? Ah, das ist Outlet. Okay. Ghostbusters 1 ist der Hammer. Brauche ich kein. Ich brauche über diesen Film eigentlich niemandem was zu sagen. Das Artwork ist wirklich cool. Auch wenn es hier noch rein optisch nicht wirklich so krass viel, genauso wie die anderen, die ich hier hinten, da hinten habe, nicht wirklich viel zusammenpasst. Aber das Artwork gefällt mir richtig gut und ich werde einen Rewatch machen. Weiß noch nicht welchen zuerst, denn ich habe noch eine andere Sammlung vollendet. Ich weiß jetzt nicht genau, mit was ich anfangen soll. Ich fange vielleicht erstmal an mit dem Steelbook. Wie man sieht, nicht neu, auch wenn es so ein bisschen scheint, von Evil Dead.
finde bei Evil Dead einfach jeden Film auf seine eigene Art und Weise richtig gut. Ich freue mich wirklich, dass ich jetzt alles da habe und auch gleich noch was in einer etwas besonderen Version habe. Und ich werde auf jeden Fall von einem der beiden Filmreihen jetzt als nächstes einen Rewatch machen. So. Und als letztes, zu guter Letzt, habe ich hier das Mediabook von Tanz der Teufel, Film Nummer 1. Das ist mein erstes geöffnetes Mediabook, das ich habe. Und bin auf jeden Fall ziemlich erfreut, dass ich hier. Diese Dinger sind limitiert. Hier steht aber leider nicht drauf, auf wie viel. Ich habe die Nummer 213. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. 213. Nett müsst ihr mir das glauben. Ist jetzt nicht im geilsten Zustand. Hat man teilweise auch leider jetzt nicht wirklich gesehen. Aber okay. Ich kann es ja irgendwann nochmal upgraden. Gibt Schlimmeres. So, das waren meine neuesten Blu-ray-Pickups. Ich glaube, das ist auch die letzte Folge. Ich bin jetzt bei 21 Minuten 38. Oh mein Gott. Als nächstes werdet ihr von mir sehen. Allerdings noch, ich werde. Moment. Einmal Watchmen mit euch öffnen. Ich habe lange gebraucht. Die Dinger, zwei Mediabooks hier, die stehen jetzt schon ewig bei mir rum. Ich muss es jetzt einfach machen. Und was richtig hart ist, ist, dass ich dieses hier öffne. Vergiss mal nicht, in diesem ultra geilen Artwork. Ultra geil. Mache ich mit euch auf. Ich mache das mit euch auf. Dann, wenn ihr das sehen wollt und nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, drückt die Glocke, liked das Video, kommentiert vielleicht nochmal, welchen Rewatch ihr als erstes sehen wollt. Ob Evil Dead oder Ghostbusters. Das sind zwei Reihen, die ich jetzt nur vollständig habe. Und ansonsten was das erstmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.